Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play nicht zurück. Neues Let's Play. Wie ihr seht. Hard Gold. Ja. Wieder da, endlich. Im Moment, ich muss kurz den Spielstand lassen, mein Testspielstand. Ja. Löschen. Ja, ich habe mich entschieden, doch noch ein Let's Play zu machen. Aber diesmal nicht zu Silver, sondern zu Hard Gold. Und diesmal nicht Monotyp Water, sondern ganz normal. German. Und ja, ich hoffe, diese Hard Gold Version hat nicht solche Lags wie die andere. Und ich hoffe, ich muss nicht so viel safe staten. Ich werde einfach mal gucken. Ja? Okay. Gut. Und warten wir mal kurz, bis es fertig gelöscht hat. Daten. Moment, ich pause kurz. Ja. Fertig. Gut. Können wir also einen neuen Spielstand erstellen. Störung, Abenteuer wollen wir nicht sehen. Keine Infos mehr. Punkt, 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 Punkt. Sieht so aus, als wäre es bald Sonnenuntergang. Das nennt man dann Zwielicht, oder nicht? Oh, Entschuldigung, die Verstärkung. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Professor Euch. Man nennt mich auch Pokémon-Professor. Ist das dein erstes Abenteuer? Kein Problem, ich zähle dir alles über die Welt, was du wissen musst. Die Welt wird von Wesen und die man Pokémon nennt. Wir Menschen leben mit den Pokémon in Freundschaft. Wir teilen unsere Freizeit und wir arbeiten zusammen. Manche Menschen setzen Pokémon im Kampf ein und stärken so das Band, das sie verbinden. Und was ich tue, willst du wissen? Ich widme mich der Forschung, damit wir mehr und mehr über die Pokémon lernen. Jetzt bin ich aber langsam neugierig darauf, wen ich vor mir habe. Bist du ein Junge oder bist du ein Mädchen? Es wäre jetzt geil, wenn man sagen könnte, verrätst du es mir? Nein, aber wir spielen einfach mal ein Mädchen, weil wir vorher einen Jungen genommen haben. Also, wie nennen wir uns denn? Nee, das ist scheiße. Reed? Einfach mal Reed, einfach irgendwie Reed. Ah, einfach so, spontan. Also Reed, bist du startklar? Dann gleich tauschst du dein ganz eigenes Abenteuer. Viele Erfahrungen warten auf dich, schöne wie auch traurige. Große Träume und große und ein großes Abenteuer. Hier in der Welt der Pokémon. Leg einfach los, wir sehen uns später wieder. Gut, ja, das sind wir. Ein Mädchen. Gehen jetzt einfach mal runter. Ah, du bist es endlich, Reed. Du kannst ganz knapp. Du hast ganz knapp deinen Freund Clarin. Oder? Verpasst. Er war eben noch hier. Ja. Ja. Bisher wisst ihr ja eigentlich alles bis zur 6. Arena. Oder. 5. meine ich. Wisst ihr eigentlich schon alles? Von der Story aus? Vielleicht habt ihr es selber schon gespielt. Und ja. Ja, jetzt kommt ein Meryl. Oder Clarin. Und Clarin, wie die Schwulette heißt, keine Ahnung. Clarin, das ist ja ein geiler Name. Ja, hier mal das Texttempo hochstellen und hier mal, nein, nicht den Ton, hier, Motiv. Schauen, was nehmen wir denn für einen Rahmen? Okay, ich weiß es. Darf ich ein Mädchen nehmen wir diesen geilen Rahmen? Nein, jetzt habe ich auf Ende gedrückt. Oh, nochmal. Nein, nicht sichern, nicht sichern, noch nicht. Das kommt später. Texttempo. Lalala. So.
Jo, wir haben einen neuen, coolen und auch schwulen Rat. Ja. Okay, dann gehen wir mal ins Labor. Und da steht auch schon unser Rival. Ihr wisst ja, was der das ist und was der macht und alles. Und gehen einfach mal ins Labor. Professor Lind, Professor Lind. Ah, da bist du ja, Reed. Ich habe schon auf dich gewartet. Weißt du eigentlich, mit was sich meine Forschung beschäftigt? Pokémon-Pokébällen aufzubohren und sie überall zur Hand zu haben, ist heutzutage nichts Besonderes mehr. Aber vor der Erfindung des Pokéballs haben die Leute ihre Pokémon alle mit sich spazieren geführt. Ja, genau wie dein Freund Kalarin. Naja. Und ja, wir können jetzt auch eigentlich schon unser Pokémon wählen. Ah, erst kriegt er die E-Mail. Bist du Pokémon? Okay. Ja, guck mal. Ja, der pinke Rahmen sieht doch gar nicht so schlecht aus. Und ja, wir können hier auch schon unsere Pokémon wählen. Da ist ein Kanimani drin, da ist ein Feurige. Und da ist dann ein Divi. Wir nehmen diesmal kein Kanimani, sondern ein Feurige. Ja. Brühen. Juhu, wir haben Feurige, Feurige, Feurige. Ja. Okay, wir nennen ihn. Ja, ich weiß schon, ich habe schon eine gute Idee. Ich glaube, ich sollte den Speed mal wieder runterstellen. Ah ne, das war ja wegen Heart Gold und Soul Silver. Ja, ist ja klar. Flash, einfach Flash. So. Ja. Okay, ja. Dann wollen wir mal zu Mr. Pokémon gehen. Aber jetzt sagt uns dieser Typ was. Er gibt uns Tränke. Juhu, Tränke, die sind immer nützlich. Und ja. Gehen wir einfach mal in die Welt der Pokémon. Aber ja, es ist Klarin da mit seinem Merrill. Merrill. Ja. Jo, also, deswegen. Wir gehen in die Welt der Pokémon mit einem Friegel hinter uns. Was passiert? Oh, right. Reed. Stopp, warte mal eben. Okay, Pokémon habe ich zu Hause liegen lassen. Frage deine Mutter danach. Wollen wir mal gucken. Da ist unsere Mutter. Ach je, hast du was niedliches Schlepptau? Reed, hast du ein Pokémon geschenkt? Was wollte er eigentlich von dir? Naja. Ja, haben unsere Pokémon. Und ja, im Telefongespräch. Ja, das weiß ich. Ja. Okay. Okay, ja. Haben unseren Puck bekommen. Und jetzt können wir uns in die Welt der Pokémon aufmachen. Da, 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 da. Und da steht immer noch der Typ, der das Pokémon klaut. Ja. Oh, Mann. Hab das dann. Ja, hast vergessen. Okay. Okay, tschüss. Jetzt begeben wir uns aber auch in die Welt der Pokémon. Juhu. Da, 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 da. Oh, ein Visor. Tackle. Ja, nehmen wir hier unsere Pokémon trainieren, ne? Ist ja klar. Okay. So. La, la, la. Okay, jetzt müssen wir hier hoch. Oh, ich hätte so Zugänge Schneider. Naja, hatte ich eigentlich nicht. Ist eigentlich egal. Ja. Gehen wir schon weiter. Flash macht die alle kaputt mit Tackle. Ja, okay. Level up, Flash erreicht Level 6 und erlernt Rauchwolke. Ja, gar nicht mal so schlecht. Okay, hier muss man eigentlich nicht hoch. Kann
Kann ja mal gucken, ne? Minute 46. Ja, da kommt man dann von irgendwo her. Naja. Gehen wir wieder zurück. Zurück. Ich werde jetzt meine Turbo-Treter haben. Auf dieser Route gibt es natürlich noch keine Trainer. Gibt es immer erst auf der zweiten Route. Okay. Und hier kriegen wir jetzt auch schon unsere Turbo-Treter in Rosalia City von diesem Mann. Und der führt uns durch die Schalt. Ja, ich habe noch keine Turbo-Treter. Okay, schneller. Warum ist der so schnell? Ich will doch mal so schnell sein. Mit Turbo-Treter ist man so schnell? Bestimmt nicht. Ja, im Black and White ist es wirklich ziemlich praktisch, dass man Pokémon Center und Markt in einem Haus zusammen gemacht hat. Das erleichtert vieles. Und ich finde es cool. Ja. Okay. Ja, ist viel zu schnell. Ja, das ist ein bescheidenes Zuhause. Okay, brandneues Paar Topotreter. Okay. So, jetzt haben wir die Topotreter. Und wir sind schnell. Ja. Gut. Was passiert? Okay. Okay, hat ein Geschenk für mich. Kartenmodul, gut. Das kann man immer gebrauchen. Okay, der Typ ist aber nett. Ja. Da. Wir begegnen uns ins Gras und sehen ein Topsi, was wir uns später fangen werden. Glaube ich jedenfalls. Oder ich hole mir das. Ja, ich glaube, ich hole mir das Habitat. Aber wir wohnen jetzt auch schon ziemlich geschwächt. Und. Ja, Leute, wir sind jetzt im nächsten Part. Hier bei dem neuen Let's Play, Hard Gold. Und, ja, halt ein wiederholtes Let's Play. Aber ich hoffe, es stört euch nicht so. Und, ja, dann sage ich Tschüss. Bis bald.